Wir führen im Stillerhaus psychosomatische Akutbehandlungen für unsere Patienten durch. Das heißt, bei uns steht der Mensch als Ganzes im Vordergrund der Behandlung. Wen behandeln wir? Ja, in erster Linie natürlich affektive und stressassoziierte Erkrankungen. Das heißt, Patienten mit depressiven Erkrankungsbildern, mit Burnout-Syndromen oder Burnout-Entwicklungen, mit Angsterkrankungen, mit den klassischen psychosomatischen Behandlungsbildern, aber natürlich auch mit unserem Schwerpunkt Schmerzmedizin und natürlich auch psychokardiologische Behandlungsbilder, da wir ja eben auch einen Schwerpunkt innere Medizin haben und da sehr in die Tiefe gehen können, was Diagnostik und Behandlung angeht. Unser Behandlungskonzept ist schulenübergreifend, das haben wir ganz bewusst so gewählt, mit einer verhaltenstherapeutischen Grundlage. Uns liegt sehr am Herzen, sozusagen unseren Patienten verschiedene Wirkfaktoren zu bieten, die zur seelischen Gesundung beitragen. Und es lässt sich tatsächlich mit so einem Ansatz am besten durchführen, sodass eine gute Balance entsteht zwischen der Adressierung von mentalen, geistigen Dingen, aber auch emotionalem Erleben, physischen und körperorientierten Verfahren. Und natürlich auch das Erlebnisaktivierende als wichtiger Wirkfaktor, das Nonverbale, zum Beispiel in der Kreativtherapie, kommt dabei nicht zu kurz. Hinsichtlich der Behandlungsschwerpunkte decken wir natürlich auf der einen Seite ganz klar den Bereich stressassoziierte Erkrankungen, affektive Erkrankungen ab, was ich vorher ja schon skizziert habe. Die klassischen psychosomatischen Behandlungsbilder, Krankheitsbilder. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Psychosomatik heißt eben auch Psyche und Somatik. Das heißt, auch das Körperliche steht im Vordergrund und wir können zum Beispiel bei unseren Patienten hier im Stillerhaus das kardiovaskuläre Risikoprofil stratifizieren. Das heißt, wir können wirklich genau schauen, mit welchen internistischen Problemen kommen die Patienten zu uns, sei das Übergewicht oder ein zu hoher Blutdruck oder Herzrhythmusstörungen. Wir können im Haus die entsprechende Diagnostik und auch die Therapieeinleitung durchführen. Und ein zweiter ganz, ganz wichtiger Behandlungsschwerpunkt, wo wir jetzt nochmal weiter in die Tiefe gehen mit meinem Kollegen, dem Dr. Schmidt, ist eben der Bereich multimodale Schmerztherapie, wo wir für chronisch schmerzerkrankte Patienten eine multimodale psychosomatische Schmerzbehandlung anbieten. Multimodale Schmerztherapie ist meines Erachtens die wichtigste Form der Therapie in der Behandlung chronischer Schmerzen. Chronische Schmerzen sind komplex und bedeuten eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität. Häufig sind nicht nur die Betroffenen betroffen, sondern auch das Familiensystem. Und insgesamt gilt die Behandlung doch als schwierig. Unimodale Therapieverfahren, das heißt auf eine Zielsetzung adressierende Therapieverfahren, sind meistens nicht ausreichend hilfreich. Daher wurden multimodale Schmerztherapieprogramme entwickelt, die die Schmerzen auf verschiedenen Ebenen adressieren. Wie sieht dies bei uns im Stillerhaus aus? Im Stillerhaus erhalten Sie zunächst ein interdisziplinäres Assessment, das heißt, mehrere Experten schauen mit Ihnen gemeinsam auf den körperlichen und seelischen Ist-Zustand und leiten daraus mit Ihnen gemeinsam Therapieziele für die Behandlung ab. Die wichtigsten Therapieziele sind, wieder Zutrauen zum eigenen Körper zu gewinnen und darüber hinaus eine Verbesserung der Funktion des Körpers, als auch wieder mehr Zuversicht und Hoffnung, mehr Lebensperspektiven für sich entwickeln zu können. Eine entscheidende Rolle spielen dabei auch Bewegungsangebote, die auf den jeweiligen körperlichen Zustand des Einzelnen adressiert sind und sanft aktivierend und in gewissen Ritualen stattfinden, damit diese dann auch gut in den Alltag des Patienten umgesetzt werden können. Ja, das ist tatsächlich was, worüber ich mich sehr freue, dass wir unseren Patienten jetzt dann im Herbst nochmal wirklich wunderschön modernisierte allgemeine Räume anbieten können. Es gibt jetzt einen zentralen Pflegestützpunkt, der für die Patienten gut erreichbar ist und sehr, sehr schön auch gestaltet ist. Es gibt eine zentrale Lobby, die nochmal im neuen Licht erstrahlt. Der Speisesaal ist nochmal komplett renoviert. Und was ich besonders schön finde, ist, dass wir tatsächlich auch eine Außenterrasse haben werden mit diesem wunderschönen Bergpanorama, wo man dann sein Essen genießen kann.
Des Weiteren wird der Bereich Physio- und Sporttherapie nochmal deutlich aufgewertet mit wunderschönen, großen, lichtdurchfluteten Räumen, auch wieder mit dem schönen Bergpanorama, zum Beispiel auch fürs Fitnessstudio. Es gibt einen Außenpool, es gibt einen Saunabereich. Also hier, denke ich, wird die Lebensqualität oder die Aufenthaltsqualität für unsere Patienten nochmal maßgeblich verbessert. Was sicher auch nochmal schön ist, es gibt eine gute Balance zwischen aktivierenden und regenerativen Maßnahmen. Es gibt eine gute Balance zwischen Psychotherapie und Bewegungsmaßnahmen. Und auch innerhalb der Psychotherapie gibt es eben diesen ganzheitlichen Ansatz mit verschiedensten Gruppen, die auf verschiedene Wirkfaktoren von Psychotherapie einzahlen. Auf der einen Seite natürlich die Psychoeinzeltherapie, die mit einer hohen Frequenz von 3-mal die Woche stattfindet, so als Kernelement im Stillerhaus. Bis zu 8 Gruppen, die Patienten besuchen können, wo ganz wichtige psychotherapeutische Elemente wie Achtsamkeit gefördert wird, aber auch zum Beispiel die Beziehung zu mir selbst als wichtigste Beziehung in unserem Leben, in der Gruppe für achtsames Selbstmitgefühl. Der Wirkfaktor Natur wird genutzt in der Naturtherapie und mit Waldbaden. Es gibt kreative, also nonverbale Therapieverfahren, die wir anbieten. Und es gibt natürlich auch die Kraft der Gruppe, die in der interaktionellen Gruppe beispielsweise genutzt werden kann. Wenn ich jetzt also gefragt werde, auf was sich die Patienten im Herbst am meisten freuen können, dann finde ich das immer gar nicht so leicht zu beantworten, weil die Menschen sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Und so ist natürlich auch das, worauf die Menschen sich freuen, sehr unterschiedlich. Ich denke, es gibt aber viele, viele Gründe, sich zu freuen. Auf der einen Seite vielleicht auf das Bewährte, die Menschen, die Behandler, die Therapeuten, die Teammitglieder wiederzutreffen. Aber auf der anderen Seite auch die Weiterentwicklung des Stillerhauses genießen zu können im therapeutischen Bereich, aber eben auch im baulichen Bereich. Das kann sein, das Essen auf der Außenterrasse mit dem wunderschönen Bergblick oder die neuen Sporttherapieräume zu genießen. Ich denke, da gibt es sehr, sehr viele Gründe, sich zu freuen, und das würde ich am liebsten jedem selbst überlassen. In der Zusammenarbeit mit den anderen Coramed-Kliniken ist das Schöne, dass wir in erster Linie wirklich Synergien nutzen können. Synergien im Bereich Wissenstransfer, was ja was ganz, ganz Wichtiges ist, aber auch im Bereich Weiterbildung beispielsweise. Man kann zusammengefasst sein, wir haben einfach nochmal erweiterte Handlungsspielräume als Klinik, was natürlich wunderschön ist. Im Stillerhaus ist es uns schon immer sehr wichtig, dieses Spannungsfeld zu nutzen zwischen Tradition und Moderne. Und das ist auch etwas, was unser Therapiekonzept ausmacht. Auf der einen Seite bewährtes, leitliniengerechte Therapie für unsere Patienten anzubieten und auf der anderen Seite eben auch innovative Behandlungselemente dem neuesten Stand der Wissenschaft entsprechend mit in die Behandlung für die Patienten zu integrieren. Ganz wichtig ist zu wissen, dass wir im Stillerhaus schon seit Jahren nur noch stationäre psychosomatische Akutbehandlungen durchführen. Unser Behandlungsangebot richtet sich in erster Linie an privatversicherte und beihilfeversicherte Patienten, aber natürlich auch an Selbstzahler. Wenn Sie zu uns kommen möchten, dann wäre es wichtig, mit Ihrem Kostenträger für die Behandlung in Kontakt zu treten und sich über Ihren Facharzt oder auch gegebenenfalls über Ihren Allgemeinarzt oder Ihren Psychotherapeuten eine entsprechende Zuweisung formulieren zu lassen. Gerne sind wir Ihnen dabei natürlich auch behilflich und beraten Sie auch sehr gerne dabei über unser Patientenmanagement. Sie haben natürlich auch die Gelegenheit, die Klinik kennenzulernen, eine Klinikführung zu unternehmen, wenn Sie vielleicht mal in der Gegend sind. Und natürlich bieten wir von der Klinikleitung auch ärztliche Vorgespräche an, damit Sie feststellen können, ob eine Behandlung bei uns für Sie in Frage kommt.